Was wirst du jetzt tun, Martin? Ist das nicht offensichtlich? Nein. Ich werde Marie erledigen. Samuel ist bei ihr nicht sicher. Wollen Sie das wirklich tun? Sie ist immer noch Ihre Frau. Das war sie einmal. Wie geht es jetzt weiter? Ich muss ihn finden. Er hat Lisa entführt. Okay, und dann? Dann mache ich ihn fertig. Dafür, dass er mich all die Jahre angelogen hat. Aber liebst du ihn nicht noch? Dann muss ich meine Gefühle halt abschalten. Er darf nicht davonkommen. Mach die Ausrüstung bereit. In ein paar Stunden beginnt die Jagd. Wie lange muss ich hier bleiben, Papa? Du musst dich ein paar Tage hier verstecken, Lisa. Hier ist es sicher. Was ist überhaupt los? Wo sind Mama und Samuel? Das kann ich dir erst später erzählen. Aber Samuel wird bald wieder bei uns sein. Das verspreche ich dir. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber ich muss dich für ein paar Tage alleine lassen. Wo sind Papa und Lisa? Lisa wird bald wieder bei uns sein. Was ist mit Papa? Darüber reden wir später. Ich muss jetzt los. Ich will wieder nach Hause. In ein paar Tagen ist alles wieder normal. Tu, was Tante Betsy sagt, okay? Warum haben Sie den kugelsicheren Anzug an? Weil Marie schon einmal auf mich geschossen hat. Ich muss auf alles vorbereitet sein. Wo fahren Sie jetzt hin? Zu uns nach Hause. Ich muss ein paar Sachen besorgen. Marie ist wahrscheinlich auch dort. Das will ich hoffen. Was machen Sie, wenn Sie Marie treffen? Sie zur Strecke bringen. Was sonst? Gute Fahrt, Sir. Ist die Waffe wirklich notwendig, Marie? Mehr als notwendig. Aber Martin ist doch immer noch dein Mann. Glaubst wirklich, er würde dich verletzen? Er ist unberechenbar, Betsy. Ich darf kein Risiko eingehen. Pass auf dich auf. Wahrscheinlich wird er auch bewaffnet sein. Keine Angst, ich werde zuerst schießen. Sind die Schlüssel im Auto? Ja, das Auto ist startklar. Hier sieht es gut aus. Die Luft ist rein. Ich glaube, Marie ist noch nicht da. Ich muss mich beeilen. Sie könnte jeden Moment kommen. Oder ist es eine Falle? Alles ist möglich. Ich muss vorsichtig sein. Marie, Liebling, bist du zu Hause? Ich bin es, Martin. Können wir kurz reden? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Das war alles nicht so gemeint. Ich glaube, sie ist wirklich nicht da. Was ist das für ein Geräusch? Oh, mein Schnürsenkel ist offen. War das etwa ein Pfeil? Marie meint es wirklich ernst. Du willst spielen, Marie? Kannst du haben. Komm her. Es ist ruhig. Zu ruhig. Irgendetwas stimmt nicht. Komm endlich raus aus deinem Versteck, Marie. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, aua. Ich hab einen Krampf. Ich muss mich kurz hinsetzen. Da ist dieses Geräusch wieder. Was passiert jetzt? Oh, ich habe Angst. Oh mein Gott, das Gitter fährt runter. Ich muss mich beeilen. Schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Fast hätte sie mich eingesperrt. Mein Handy klingelt. Hallo, Martin Peters hier? Hallo Liebling, ich habe noch ein paar Sachen für dich vorbereitet. Wie gefällt es dir bis jetzt? Eins muss ich dir lassen, Marie. Du bist besser, als ich dachte. Das war gerade erst der Anfang. Da kommt noch viel mehr. Mach dich auf was gefasst. Das will ich hoffen. Du wirst mir Samuel nicht wegnehmen. Du hast Lisa entführt. Das ist alles deine Schuld. Wollen wir nicht einfach über alles sprechen? Wie zwei erwachsene Menschen. Es gibt nichts zu besprechen. Du und dein Partner, ihr seid kriminell. Du bist hier die Kriminelle, nicht ich. Du willst reden, sagst du? Okay, ich bin gleich da. Dann klären wir das ein für alle Mal. Das machen wir. Darauf kannst du Gift nehmen. Rache ist süß, Marie. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt bist du fällig, Martin. Ich bin viel zu gut ausgerüstet. Du hast keine Chance gegen mich. Hallo, Schatz, ich bin zu Hause. Wo bist du denn? Ich habe eine Überraschung für dich. Komm raus aus deinem Versteck, du Feigling.
Du wolltest mich sehen? Hier bin ich. Wahrscheinlich ist er oben im Schlafzimmer. Oh, oh, was war das? Jetzt bist du zu weit gegangen. Der Teppich war neu. Mein Lieblingsteppich ist kaputt. Bist du jetzt zufrieden? Nicht schlecht, Marie. Ich hätte nicht gedacht, dass du überlebst. Wie schmeckt dir deine eigene Medizin? Du bist ein Anfänger, Martin. Wo versteckst du dich? Ich verstecke mich nicht. Denkst du etwa, ich habe Angst vor dir? Du solltest Angst haben, weil heute dein letzter Tag ist. Ach, Marie, du bist wirklich süß. Ich warte im Wohnzimmer auf dich. Aber ich will einen fairen Kampf. Keine Waffen? Ja, genau, keine Waffen. Den Kampf kannst du haben. Eine Sache noch. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Dein Auflauf schmeckt zum Kotzen. Das nimmst du zurück. Niemals. Es ist die Wahrheit. Ich habe ihn jedes Mal dem Hund gegeben. Sogar der wollte ihn nicht essen. Das wirst du bereuen. Martin. Marie. Du hast mich die ganze Zeit belogen. Du mich auch. Was hast du mit Lisa gemacht? Sie in Sicherheit gebracht. Wo ist Samuel? Das erfährst du niemals. Das werden wir sehen. Zeig, was du drauf hast. Nichts lieber als das. Ja, hallo, Alfred hier. Hat alles funktioniert, Alfred? Ja, es läuft alles nach Plan. Sehr gut. Martin und Marie kämpfen gerade. Wenn die beiden weg sind, kann niemand uns aufhalten. Wladimir wird stolz sein. Was machen wir mit den Kindern? Die stören nur. Sollen wir sie loswerden? Bringen wir sie zu Wladimir. Vielleicht hat er eine Verwendung für sie. Gute Idee. Wir können die neuen Waffen an ihnen testen. Ich kümmere mich um Lisa. Kümmer du dich um Samuel, bitte. Alles klar. Abflug ist in 2 Stunden. Lisa, ich habe gerade mit Martin gesprochen. Und was hat er gesagt? Er und Marie haben sich wieder versöhnt. Du kannst nach Hause gehen. Das sind tolle Neuigkeiten. Danke, Alfred. Gerne. Gehen wir. Ist Samuel auch da? Ja, Samuel ist auch dabei. Aber wir müssen uns beeilen. Samuel, pack deine Sachen und komm mit. Wohin gehen wir denn? Wir gehen zu Martin und Marie. Alles ist wieder normal. Ich würde lieber hier auf Mama warten. Marie hat gesagt, ich soll dich mitnehmen. Du sollst doch auf Tante Betsy hören. Das hat sie selbst gesagt. Okay, ich komme mit. Du hast meinen Auflauf beleidigt und du hast den Teppich zerstört. Wenn ich mir mit dir fertig bin, hast du größere Probleme als den Teppich. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Familie gefährdest. Du bist das Problem, nicht ich. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Was denn? Ich glaube nicht an faire Kämpfe. Wow, du hast wirklich keine Ehre. Gut, dass ich auch keine habe. Du willst einen Faustkampf? Den kannst du haben. Auf 3 legen wir die Waffen runter. 1, 2, 3. Attacke! Du musst da vorne rechts, Alfred. Mach dir keine Sorgen, Lisa. Ich kenne eine Abkürzung. Okay, treffen wir dann Samuel und Mama? Ja, natürlich. Alle werden da sein. Deine Deckung ist gut, aber Angriff ist die beste Verteidigung. Du vergisst eine Sache, Marie. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Das denkst nur du, Martin. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Schluss mit lustig. Nimm das. Das war einfacher als gedacht. Von dir hätte ich etwas mehr erwartet. Versprich mir bitte nur eine Sache, Marie. Was? Kümmer dich gut um die Kinder, okay? Denkst du wirklich, ich falle drauf rein? Spiel mir jetzt nichts vor. Das funktioniert nicht bei mir. Ich spiel dir nichts vor. Ich meine das ernst. Sonst noch irgendwelche letzten Worte, Martin? Du hättest da abbiegen müssen. Ich kenne einen schnelleren Weg, Samuel. Und es warten alle zu Hause auf uns? Ja, natürlich. Das habe ich dir doch schon gesagt. Nein, das ist alles. Na dann, mach's gut. Tschüss, Marie. Die Waffe ist nicht geladen. Natürlich nicht. Ich würde dir niemals wehtun. Was willst du damit sagen? Dass ich dich immer noch liebe. Ups, das war aus Versehen. In dem roten Outfit siehst du echt heiß aus, Marie. Danke, der weiße Anzug steht hier auch gut. Eine Frau, die kämpfen kann, ist schon ganz schön sexy. Wollen wir die Kinder abholen?
Dann können wir endlich wieder eine normale Familie sein. Gerne. Lisa ist bei Alfred. Und Samuel ist bei Betsy. Dann sind sie in guten Händen. Wir sind da, Lisa. Steig aus. Aber hier ist nicht mein Zuhause. Du sollst aussteigen, habe ich gesagt. Was machen wir hier? Das siehst du gleich. Und wo ist meine Familie? Du hast gesagt, sie sind hier. Sehr gut. Das muss Betsy sein. Wir können los, Alfred. Weiß er, dass wir zu viert sind? Ja, Wladimir weiß Bescheid. Okay, gehen wir. Gehen wir jetzt endlich nach Hause? Du kapierst es immer noch nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Wir gehen nicht zu dir nach Hause. Du und Samuel, ihr kommt jetzt mit. Wohin denn? Nach Sibirien. Alfred, ich bin wieder da. Alles ist gut. Marie und ich vertragen uns wieder. Komisch. Eigentlich müsste er hier sein. Vielleicht ist er hinten bei Lisa. Alfred, Lisa, könnt ihr mich hören? Hallo, ist hier irgendjemand? Das passt nicht zu Alfred. Er sagt mir davor immer Bescheid. Wir können Samuel zuerst abholen. Er ist bei Betsy. Auf sie ist immer Verlass. Du hast recht. Wahrscheinlich sind Alfred und Lisa ein Eis essen. Ein paar Stunden später. Mir ist kalt. Ja, mir auch. Immer diese verwöhnten Kinder. Wir haben uns nie so beschwert, oder? Nein, haben wir nicht. Gehen wir zum Boss. Er erwartet uns schon. Hallo Betsy, ich bin es. Ich bin hier, um Samuel abzuholen. Wo seid ihr denn? Irgendetwas stimmt hier nicht. Erst ist Alfred weg und jetzt Betsy. Ich habe Markus einen Peilsender verpasst. Wir können sehen, wo er ist. Ich glaube, etwas stimmt mit dem Peilsender nicht. Warum? Was zeigt er an? Der Peilsender ist in Sibirien. Eigenartig. Lass mich mal sehen. Was schaust du nach? Alfreds Familie kommt aus Sibirien. Ich schaue nach, wo er ist. Hallo Dimitri. Hallo Svetlana. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Boss. Wir freuen uns, wieder da zu sein. Willkommen zu Hause. Das sind die Kinder von den Agenten. Genau. Das sind Lisa und Samuel. Schön, euch kennenzulernen, Lisa und Samuel. Ich bin Wladimir. Hallo, Herr Wladimir. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Wir wollen nach Hause. Das hier ist ab jetzt euer Zuhause. Macht es euch lieber gemütlich. Ihr werdet lange hier bleiben. Oh mein Gott. Ich weiß, wo die Kinder sind. Wo sind sie? In Sibirien mit Alfred und Betsy. Oder sollte ich besser sagen, Dimitri und Svetlana. Betsy hat mich betrogen? Und Alfred hat mich betrogen. Dafür wird sie bezahlen. Was haben die mit Samuel und Lisa vor? Was haben sie jetzt vor, Boss? Ich werde die neue Waffe testen. Guter Plan, Boss. Könnt ihr uns nicht einfach gehen lassen? Nein, das wäre zu einfach. Hab ich nicht gesagt, Handys sind verboten? Entschuldigung, Boss. Vielleicht ist es die Pizza, die ich bestellt habe. Damit wirst du nicht durchkommen, Betsy. Marie, bist du das? Ich werde dich finden, egal wo du bist. Kannst du versuchen, aber bis dahin ist es zu spät. Wir haben deine Kinder schon bei uns. Lass ja meine Kinder aus dem Spiel. Hast du verstanden? Deinen Kaffee kannst du in Zukunft selber machen, Marie. Auf Wiedersehen. Seid ihr bereit? Ja, tun sie es. Okay. Let's get lost. Frage an euch. Wer kommt aus Sibirien? A. Svetlana, B. Wladimir oder C. Dimitri? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.